Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Ja, aber wir haben gerade keine Zeit über Blaskovic. Ah, Kollege. Ah, fuck. Nein! Alter! Kann nicht wahr sein. Hier doch einmal Munition. Und schon, fall um. Jetzt. Mal schnell hier. Mal später uns vielleicht nochmal angucken. Auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Hier geht's runter. Wir müssen oben dann noch die Waffenverbesserung mitnehmen. Auf jeden Fall. Noch einer? Ach, halt doch woanders hin! Kurz angucken. Ah, sie! Ja, das war's gleich. Oh, Leben! Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Woo! Alles klar, Baby, ja! Hören Sie auf zu grinsen, Cap. Los, das Dach ist evakuiert. Ja, schön, aber ich glaube, hier unten der Panner läuft hier noch rum. Hm. Boah, nice. Krass, das sieht echt richtig gut aus. Weiter, es geht weiter. Wie geht's denn weiter? Ah, sind doch mehrere Bilder. Oh, geil. Okay, der Heli sah es. Der Kunde hier unten down. Caroline. Da. Noch ein Engel. Wir haben nur 20 HP. Zum Lesen halten. Gucken wir uns jetzt erstmal alles was an, weil das ist viel zu viel, zum hier die ganze Zeit mitlesen. Der zweite scheint auch Geschichte zu sein. Können wir uns kurz umgucken? Ich würde nämlich gern. In Magold haben wir irgendwie zwischendurch gefunden. Cap, los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Ja, habe ich geschafft, aber will ich gerade nicht. Oh, so ein geiles Hauptverstecken. Wir sind ja bloß 2 Minuten drin. So, irgendwelche Rüstungsteile. So, 8 Rüstungsteile hier alles. Oh. Wollte ich gar nicht. Ach, guck mal, gibt es hier noch was in dem Käfig für uns? Und eine Waffenverbesserung haben wir gefunden, die müssen wir gleich mal benutzen. Das machen wir schnell vorher. Waffen. Lasergewehr. Handgranate können wir es. Zersplitterung. Wenn du sie wirfst, zerfetzt die Splittergranate über die hochenergetischen Metallsplitter an Gegner in der Nähe. Okay, Diesel. Wenn du sie wirfst, erzeugt diese mit Diesel gefüllte Granate einen großen Feuerball, der alles innerhalb eines Wirkungsradius verbrennt.
Elektromagnetisch, wenn du so wirst, dann liegt elektromagnetischer Kanal, ein elektromagnetischer Impuls, der jegliche Elektronik innerhalb einer Reichweite für kurze Zeit ausschaltet. Das könnte uns eventuell bei den Großen helfen. Aber ich wollte erstmal bei Maschinenpistole aufs Nagelgewehr wechseln, genau. So, haben wir noch eine Verbesserung? Noch eine? Ja, wir haben noch eine. Sehr gut. Damit die Maschinenpistole voll ausgerüstet. Jetzt dürfte sie auch ein bisschen mehr und sinnvoll Damage machen. Ach, wirklich? Los doch, das haben sie schon mal geschafft. Ja. Guten Tag. Ich habe ein Ticket. Tag, Blaskovic. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der scheiß Kanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden sie tun? Wollen sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen sie doch auf, Blaskovic. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskovic. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße. Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was oh, okay. Du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Hass spielt Schach? Was? Ich weiß nicht, Mixchen. Sehen Sie an, hier werden also die Entscheidungen getroffen. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Spech! Hey, Weißbrot, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Ja, Ma'am. Klar doch. Was gibt's, Boss? Hier ziehen wir ein. Alles klar, Schwester. Okay, die hat es sagen. Leute, das Weißbrot zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen. Lernt die Bootsleute kennen. Und hey, ihr benehmt euch, klar? Hier lang. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit den Angriffen. Blaskovic könnte. Oh Gott. Ja. Oh Baby, nicht schlecht. Bis zum. Teufel ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen? Yep. Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwaschen. Oh.
Gott, oh mein Gott. Ja, ja. Jesus, Maria. Er war eine spülende Toilette, dass ich das noch erleben darf. Das ist... Ja! Okay, ich werde kurz hier drin bleiben. Viel Erfolg. Wer gewinnt denn? Du hältst dich für klug, was? Der Blick, Alter. So geil. Hiermit. Max Hals. Ich frag mich, wer gewinnt. Warte mal. Ich frag mich echt, wer gewinnt. Set scheint im Bedrängnis zu sein, ist das? Max, nein, das kann nicht sein! Wie geil! Sad, die sind deprimiert. Also, hast gut gemacht, Max. Nein, alles in Ordnung. Ah, der malt jetzt wieder. Oh, wie geil. Wie geil ist das denn? Oh, das feiere ich gerade so übel. Aber so richtig übel, ey. Ah ja, Alter. Du bist noch dran. Du gehörst genau hierher, an das Killing Board. Ja, die haben sich jetzt hier einquartiert. Ah. Wie heißt die? Grace Walker. Ja. Oder wähle das ein Unterwasserlevel. Ich hasse Unterwasserlevel zum Lesen. Was lesen wir denn? Ja. Jonas Bosskarte, Caroline, irgendwelche Geräusche aus dem Katakomben haben mich aufgeweckt. Du redest im Schlaf, wusstest du das? Ich könnte es nicht verstehen, aber es klang lustig. Ich stecke diese Karte, die ich gefunden habe, in deinen Anzug und hoffe, dass du sie erst viel später finden wirst. Ich wollte mich bei dir nur für alles bedanken, egal was geschehen wird. Sie können uns nicht aufhalten, Juna. Auf der Postkarte sind keine Briefmarken. Ein schöner Tag im befreiten Paris? Naja, ich glaube ja nicht. Also eh schließen. Ja, aber wenn das... Oh, bitte. Ich will kein Unterwasser. Alter, niemals. So. Hier ist Sets Labor. Ist der jetzt hier? Jetzt müssten ja ein Haufen neue Leute in der Kantine sein. Eine Starkarte. Wen haben wir denn jetzt Schönes? Isabelle Williams. Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Meine Zeit war echt scheiße. Wenn die Ziele nicht zurückschießen, ist es irgendwie nicht das Gleiche. Das sind nur Ausreden, weil du so schlecht schießt, Alessandro. Verdammt nochmal. Ich bin Musiker. Ein Soldat. Ja, trotzdem. Wir befinden uns im Krieg. So, Max Hass, hat er jetzt was? Den kleinen Keks hat er noch nicht gegessen. Die Spieluhr muss einfach sein. So geil. So, mal gucken, ob es dem Schweinchen noch gut geht. Na, Rosa? Komm bitte, der ist nicht zu Hause. Wo ist denn Anja? Ist sie bei uns im Zimmer? Unser Zimmer muss auch, ist auch hier irgendwo. Ja. Hey Anja. Die Zwillinge treten wieder. Ich glaube, sie spüren deine Nähe. Ja. Das war echt gruselig. Wir brauchen Zeit für einen. Alter, dieser Schraubenschlüssel. Nur du und ich. Und ein Schraubenzieher. Das würde mir gefallen. Kannst du den bitte festhalten? Einer auf dem Schiff spukt. Seitdem du wach bist, treten sie noch fester, William. Sie freuen sich wohl darauf, dich kennenzulernen. Ja, wir freuen uns auch, aber halt den Schraubendreher fest.
Oh Gott. In unserer Kabine spukt. Stark, alter Mann. Wyatt, ist der da? Hier. Nein. Abstand. Das, was sie braucht, kannst du ja nicht geben. Doch, wir können das. April am Holiday. Sehr gut. Ja, ich denke auch. Ammo Depot Shooting Range. Vielleicht können wir mal eine Zeit aufstellen hier. Hey, saludo. Ja, was denn? Hola. Ja, ja. Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt da durchlaufe. Na gut, ich lasse es mal. Ah, da geht die Zeit sofort los. Ich sollte zurück zum versteckten Eingang in der Umkleide. Grace braucht einen Atomsprengkopf aus Sektion F. Ich mache das jetzt einfach mal so. Mal gucken, was wir da für eine Zeit kriegen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles getroffen haben. Was ist das schon? Da oben läuft eine Zeit. Ja, 425 Punkte. So, so stehen wir jetzt auch mit auf der. Mal sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Was? Shoshana, 23 Sekunden? Okay, hier sind wir auf jeden Fall Platz 2 und hier sind wir Platz 1. Das ist ganz easy. A piece of cake. Okay, okay. Aber jeder richtige Gamer weiß, ne? The cake is a lie. Definitiv. Da gibt es überhaupt nichts dran zu zweifeln. So, Set Lab. Quiet. Das müsste unser Zimmer sein. Was? War das vorhin gerade schon da? Aber Rosa geht's gut. Das ist echt gut zu wissen. Okay, jetzt nach unten. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht kriegt man das ins Lab. Ich würde gern zur Kantine. Wiesen. Na? Hallo, Herr Blaskowitsch. Anja hat mir diese Station gegeben, damit ich mich nützlich machen kann. Ah, okay. Sie wurde beim Angriff beschädigt. Herr Bombarte meinte, er könnte sie reparieren. Na, Bombarte. Nett von ihm, oder? Die kommt nicht drauf klar, dass er schwarz ist. Hey, die Kehle und der weiße Sand.
Atombombe überlebt. Mutter meinte, es gäbe keine Überlebenden. Ja, die meinten eine Menge, wenn der Tag lang ist. Können wir ja durchgucken. Oh, geil. Aber da gibt's im Moment nichts zu sehen, außer Wasser. Was Sinn macht bei dem U-Boot. Oh, Riese. Ja. Wir sollten mal bei der Schießanlage vorbeischauen. Habe einen neuen Bereich eingebaut, das Trainingshaus. Wird Ihnen bestimmt gefallen. Das Trainingshaus? Das haben wir, glaube ich, gerade schon gemacht, ne? Ich würde gerne wissen, wer Sharon ist. Das Grace Walker? Es würde mich interessieren, wer da so einen echt unglaublichen Rekord aufgestellt hat. Hackerzentrale da lang? Was sind die Hackerzentrale? Hallo, Captain. Das ist nass. Achso, hier geht's, was ist das? Septimus Stubbins. Hier geht's zur Mission, aber ich würde gerne gucken, wer jetzt alles so in der Kantine. Hi! Wer so in der Kantine rumhockt jetzt? Club Wiesenau? Club Wiesenau da lang? Wo geht's denn zum. Ah ja, Club Wiesenau. Ne, das ist die Krankenstation? Hä? Was haben wir hier lang? Club Wiesenau. Aha. Ah, da sind wir doch. Bonjour. Bonjour. Ausgeschlafen? Wer hat das gesagt? Ich? Oh, tut mir leid. Ich war im Gespräch. Noch ein? Bitte. Mit wem? Ja, dann machen wir noch. Yes, we can, out of order. Ich würde auch eins nehmen, wenn das genehm ist. Bärenbier, lecker. Sonst haben sich ja nicht so viele dazu gesellt, oder? Was? Cinema? VR? Ach, hier! Und das einschalten? Was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist? Ist das eine Mikrowelle oder ein Herd oder sowas? Hier kann man Geld reinstecken. Aber was passiert dann? Läuft die Zeit wieder ab. Na gut. Ach, endlich steht mal jemand im Kochbereich. Isabella Belo. Hi. Was machst du da? Das mit Manhattan ist traurig. Da wollte ich eigentlich mal hin. Wird dann wohl nichts. Nee, so schön ist es auch nicht mehr. Boldo dir von dem Geruch erzählt? Nein, Habibi. Was für ein Geruch? Boldo hat im Gang bei der Messe irgendwas fürchterliches gerochen. Ich dachte, bei der Messe? Er hat dir bei der Arbeit im Hangar gesagt. Nein. Boldo hat nichts gesagt. Bei mir ist er immer still. Hallo, ich wollte ihm erzählen, wie ich die große Invasion überlebt habe. Aber da hätte ich auch mit der Wand reden können. Captain? Ja. Nach Sektion F in der Messe geschärft. Falls sich noch weitere Regimesoldaten bewegen. Muss ich wohl. Das jetzt habe ich nicht verstanden, was die erzählt haben. Die haben mir irgendeinen Tipp gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, wir nehmen mal wieder Kartoffeln mit. Vielleicht können wir das Schwein noch mal füttern. Vielleicht bringt es ja was. Irgendwas mit Sektion B. Und Gestank. Und irgendjemand erzählt uns noch was zum Thema Gestank. Ist das noch zu? Ist noch zu. Ist nicht verfügbar.
Jetzt bloß wieder an die Kantine. Achtung, was sind die Zahlen? Ich weiß es nicht. Geht's ja noch einen hoch. Ist da oben was? Kommen wir da hoch? Have you taken your German lessons? There you come, then. Oh, vielen Dank.